Overseas, 32 Counts, 4 Seiten, keine Rücken und keine Restarts. Die Schritte. Beginn mit dem rechten Fuß ein Heelstart, das heißt, wir setzen zuerst den Hacken auf, dann den Rest des Fußes und dasselbe nochmal mit links. Heelstart, das heißt, das Gewicht ist am Ende auf links. Rechts einen Rockstep, Rockstep und jetzt über die rechte Schulter einen Viertelturn und dabei einen Seitrock. Das heißt, der rechte Fuß geht zur Seite, Seitrock, Gewicht am Ende auf links. Mit rechts über links einen Jazzbox am Platz, Cross, Back, Seit und schließen. Hier vielleicht als kleiner Tipp, wer Probleme damit hat zu wissen, auf welchem Fuß ich gerade mein Gewicht habe, kann das Ganze auch Cross, Back, Side, Step nach vorne machen. Ihr wisst ganz genau, dass der rechte frei ist. Mit dem rechten geht es einmal als Point zur Seite. Point, vorne Step, Gewicht draufpacken. Mit dem linken ebenfalls Point, Step nach vorne. Mit dem rechten einen Schritt nach vorne, Step, und mit dem linken hinter dem rechten Bein einen Lift Behind, das heißt also der Hacken hebt hoch. Ja, ob ihr das jetzt ein bisschen cross macht, also das Knie und das Bein ein bisschen kreuzt, oder ob ihr das relativ gerade macht, das ist ein bisschen Variation. Und von dem Lift geht es direkt mit dem linken einen Back zurück und an dieser Stelle ein Hold. Mit dem rechten geht es einmal nochmal back, links close, mit dem rechten einen Schritt vor und mit dem linken einen Scuff nach vorn. Und mit dem linken geht es über rechts, cross, lock, cross und ebenfalls diesmal mit rechts einen Scuff. Und von diesem Scuff auch wieder über cross, diesmal rechts über links, cross, side, behind, side, Gewicht am Ende auf links und schon haben wir die 32 Counts voll und es beginnt wieder von vorne, das heißt also Heelstart, Heelstart wären die ersten Counts. Das Ganze einmal mit Zählung. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.